So, damit wird herzlich willkommen zurück oder halt an alle neu eingeschalteten. Einen wunderschönen guten Abend hier mit dem Topspiel Maus gegen Faculty. So, ich wurde gerade im Chat gefragt, für wen ich bin oder was ich denke, wer heute gewinnt. Und ich glaube wirklich, dass Maus gewinnt. Aus einem ganz einfachen Grund, also es gibt viele Gründe. Erstens muss Maus irgendwann mal einen Sieg einfahren. Zweitens ist es ein deutsches Duell und landesinterne Duelle sind sowieso immer ein bisschen random, bisschen eigenartig, haben ihre eigenen Gesetze. Merkt man auch oft bei NIP, die gegen schwedische Teams immer ein bisschen sich schwer tun. Ja, zweitens, Faculty ist selbst, sagen selbst von sich, dass sie unkonstant sind. Ja, das sind schon mal drei Gründe, die für mich heute für Maus sprechen. Natürlich, die Statistik der letzten Spiele sprechen alle gegen sie. Dass die Formkurve so langsam nach oben zeigt, sollte klar sein, auch wenn es vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Leg auch jedem das Interview mit Kerrigan heute ans Herz, auf 99 Damage, auch auf Readmore als Schlagzeile verlinkt. Tja. Ich bin gespannt aufs Spiel. Und die Restarts kommen gleich, alles und ready. Maus darf sogar als City starten. Bin mal gespannt, vor allem wie sie stehen, wie sie decken. Stimmt, und noch ein weiterer Grund, heute mal eine normale Map. Also was heißt normal? Train ist natürlich auch ein bisschen anders. Aber vielleicht auch schon mal im ein oder andere Gather gespielt, somit vielleicht die Erfahrung sollte hier ein bisschen mehr vorhanden sein als auf Mill und Dust 1, also vor allen Dingen Dust 1. So, ich bin gespannt, was Maus hier auspackt und ob Faculty vielleicht den Boden mit denen aufwischt, ich weiß es nicht. Es kann wie gesagt alles passieren und ich glaube, dass es gut für Maus ausgeht. Mal gucken. So, Aprox, derjenige, der innen deckt. Faculty aber mit dem schnellen Split außen. Nächster am Spot. Nate hinter dem Zug. Oh, schöne Nate gegen Asmo und Kirby. Auch noch ein bisschen Schaden gefangen. So, KG geht jetzt raus. Frag konnten sie endlich setzen. Sonic ist der innige, der KG hält. Oh, aber richtig gute Hits gefangen. Oh. Oh, krass, wie lange er braucht. Alter, die HP 6, HP 4, HP 9, HP. Was ist denn das für eine scheiß knappe Runde, bitte? Oh, und jetzt stirbt auch noch Aprox. Und jetzt stirbt auch noch Trouble. Und beide da am... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das können sie nicht mehr gewinnen. Das können sie eigentlich nicht mehr gewinnen. Die TS spielen richtig gut. Oh, bitter, bitter, bitter. Das war so ein guter Start. Es ging so gut los. Guter First Track. Und dann sind sie aber irgendwie wieder KG rausgekommen. Oder der eine Spieler. Oh Mann, und dann waren sie alle richtig low und Faculty hatte dann ein leichtes, die Runde für sich zu entscheiden. Worst Case hier mal wieder für die Mäuse. Waren übrigens, vorhin habe ich gesehen, auf jeden Fall gegen Fnatic auch trainiert. Boah, schöner First weg. Ja, wie gesagt, haben gegen Fnatic trainiert, waren dann auch noch zu fünft auf dem Server, also haben sie auch noch ein bisschen was einfallen lassen. Boah, schade, dass Aprox da keinen mehr mitnimmt. Wäre wichtig gewesen. Und Bombe wird seitlich gelegt. Ah, Trumbly schießt dafür mein Geschmack zu schnell, aber... Okay, wir gehen mit der MP7, wird er wenig machen können auf die Distanz. Trumbly am Pushen, kriegt ein Headshot vielleicht. Nein, Kerrigan! Gut, dazu sage ich mal nix. 2-0 Faculty. Trotzdem schönes Opening von Trouble. Wie gesagt, schade, dass Schnapper da keinen sich mehr schnappt. Bin vor allen Dingen gespannt, wer hier eine Aave spielt. Im Warm-Up ja sogar Sonic seine gehabt. Meine Trouble, Aprox, Nex haben alle schon Event-Erfahrung auf Train. Oh! Alter, Trubel heute gut gefrühstückt.
Oder schon zu Abend gegessen. Mann, sie gibt CDBs durch. Nein, die Ansage. Wir gehen mit den Steps. Oh, Abox macht da rein. Schön, direkt schön hingeschoben. So, nix! Schieß doch mal langsamer mit der Waffe. Oh, Aiming sitzt nicht. Mann, Asmus ist da unten auf Spot drauf. Trubel auch schon gehört. Für zwei Upgames. Schade. Aber wieder eine starke Runde von Trouble. Schöne erste Headshot. Hat jetzt schon 5-3 Stats. Also jetzt schon wieder überragend. Und Kerrigan spielt die Arbe. Da bin ich mal gespannt. Hat sie, glaube ich, auf Mill gespielt. Zweimal blind. Haben sie vielleicht von Dizzy, glaube ich, Mitte? Also das ist, wird so ein Standard-Move. Ist jetzt so zum Standard-Move mutiert. Einer vielleicht T-Mitte hier irgendwie übers Dach. Ah, jetzt zeige ich es nicht mehr. Und dann gibt es Poppe raus. So, auch KG einer raus. Chablis steht aber. Der Mann heute wirklich unglaublich stark. Vielleicht nochmal gegen KG. Oh, schade. Schöner Flick von Dizzy. Irgendwie sehe ich da keinen am Spot, aber Sonic steht doch hinten. Nex macht auch einen. Macht sogar zwei sogar. Na, wo ist das Overlay? Nex hat sogar drei gemacht in der Runde. Schade, dass ich nicht drauf war, aber erste Equip geht an die Mäuse. Sonic hat also tatsächlich einen Frag gemacht. So, weiter geht's. Ist dann ein bisschen eingekauft. B-Rush oder was? Krass, fackelt die direkt mit Eco. Wer ist der Schieber? Kerrigan, der Schieber. Ja, Kerrigan müsste eigentlich beide Seiten spotten, so wie Abox da steht. Verschießt. Abox sieht den Head von Asmo. Kerrigan verschießt auch gut mit Abe. Dicke Probleme. Jetzt endlich mal was getroffen. Schön für Trubel. 1-1 auch gesehen. Spot holt sich Sonics. Eieieiei. Ah, das müssen sie anders spielen. Das müssen sie sich anders überlegen, wie sie das handeln. Hat so auf jeden Fall überhaupt nicht geklappt, dass Apox dort steht. Entweder ist halt Kerrigan direkt an der Großen da und zielt dort mit Abe. Oder Apox hält dann halt offensiver irgendwie den Spot, steht irgendwie rechts am Spot oder so. Ich weiß nicht, viele Möglichkeiten gibt's. So darf auf jeden Fall da nicht stehen, wenn Kerrigan da hinten steht und vor allen Dingen nicht so treffsicher ist bisher. Trotzdem Eco geholt, von daher Runde vergessen, abhaken und auf in die nächste. Aber Kerrigan wieder einen verschossen. Nix mit Skateboard am Spot. Kerrigan ist auch CT-Top. Jetzt frage ich mich, ob die Smoke von Sonics war. Wenn ja, ist sie eigentlich schlecht. Hat man vorhin bei RDL viel, viel besser gesehen. Die Sache ist halt, wenn dann T einfach vorschleicht, gut, Sonics bankt halt immer, dann auf einmal aufploppt, dann kann das gefährlich werden. So, Brown was eingenommen, Kerrigan direkt am Schieben. Denkt zwei sogar drüben. Faculty schiebt auch nach, also es wird wahrscheinlich wirklich ein Go. Apox wieder da hinten drauf und jetzt spielt Kerrigan besser auch. Boah, kriegt sogar einen durch Smoke. Gegenfläche sitzt. Schade, dass Apox ihn da oben nicht killt. Next zur Stelle. Sauber. Hinten am Spot einer. Und ich glaube, nee, keiner kommt von hinten. Oh, schön, Kerrigan mit dem zweiten. Bombe wird gelegt. Wissen somit, dass hinter uns fort einer ist. Oh, schöne AWP diesmal von Kerrigan in der Runde. Endlich mal was getroffen. Und Dizzy gegen drei. Geht auch direkt safen. Entscheidet sich richtigerweise eigentlich auch dazu. Kann jetzt sogar seine Waffe legen. Mal schauen, wie es aussieht, geldmäßig. Ja, er kann eine legen und somit kann Faculty auch gut durchkaufen. Könnte Kirby legen. Gute Entscheidung von ihm. Ausgleich für Maus, 3-3.
Oh, Mantis mit Gegengabe. Ignex. Boah, krasse Schlitz. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Oh, also für mich war Kerrigan da drauf. Tja, die Runde. Nee, der Ratzfatz vorbei. Sieht schon wieder nicht gut aus. Und 3. Boah, netter Headshot. Jetzt vielleicht doch noch die Möglichkeit. Wenn wir. Hinten die Flash sitzt vielleicht sogar. Ne, Mantis kann da locker zielen. Die Bombe tickt auch schon relativ schnell. Die sie move da auch aus am Poppe. Sehr schöner Move von ihm. Mantis macht aber beide mit Arve. Führung geht zurück an die Kölner. Oder an den Kölner Verein. An End Faculty. OMG, Sonics trifft. War er wirklich drauf und das Rohr war dazwischen? Welches Rohr überhaupt? Ach, das hier, ne? Okay. Ach, schön, dass man sie gespottet. Oh, Apox. Kerrigan muss schieben, Kerrigan muss schieben. Macht er auch. Gut, kriegt den ersten. Also mir gefällt es nicht, dass Aprox da immer auf dem Spot steht. Kriegt diesmal aber einen mit Bursts. Boah, krasse Runde von Simon. Öffnet eine Reisesituation. So. Jetzt ist natürlich schwierig als Terror. Aber aim-technisch ist Faculty natürlich unglaublich gut. Wieder Ausgleich, 2 gegen 2. Schöner Move da von dem T oben drin. Schöne Flash, aber Mantis macht noch einen mit Arbor und kommt sogar weg. Jetzt Sonics gegen 2. Er weiß, das große Rampe ein ist. Schönes Timing bei ihm. Aber er kriegt ihn nicht kaputt. Ach, war eigentlich ein guter Move, guter Gedanke. Und wenn er den Frag setzt, Mantis hatte noch 2 AP, das hätte er vielleicht noch drehen können. Ah, das hätte nicht sollen sein. Faculty baut die Führung aus. 5 zu 3, Maus muss sparen. Nicht der optimale Verlauf hier. Wenn Aprox da immer in deinem Spot steht, macht das Faculty natürlich auch einfacher, da abzuaimen. Okay, wir gehen, wollte diesmal von hinten kommen. Aprox kriegt er ein. Headshot hat er gemacht. Schade, dass es nicht zu mehr gereicht hat. Ist auch nichts von hinten. Da deckt Dizzy, glaube ich, ab. Ja, hat's auch gesehen. Direkt Mantis zur Stelle und er macht ihn wieder. Spielt eine sehr, sehr schöne AWP bisher auf Train. 6 zu 3, Maus hoffentlich wieder mit Geld. Ja, das sieht ganz gut aus. Kerrigan spielt weiter AWP. So, also im Inneren müssten sie auf jeden Fall was umstellen. Könnt ihr mir auch durchaus vorstellen, dass Aprox jetzt alleine, also generell alleine spielt und jetzt reinpusht offensiv mal. Das Ganze aggressiver hält. Vor aber Mitte vielleicht das Duell. So, geht wieder Poppe raus. Nächster hinten am Spot. Der E saß ganz okay. Kerrigan hat einen Strafe-Shot bekommen. Oh, links am Spot. Boah, schöner Move da am Poppe. Oh, keine Chance gerade. Bombe wird gelegt, Aprox auch noch von hinten, also von über Grundlinie. KG steht auch super, der von einer drin. Ach, Mann. Faculty hat da viel zu viel Freiraum. Ich sage ja, also dieser. Jetzt gehen sie auch safe. Dieser linke Bereich hier, der ist irgendwie super wichtig als Terror. Wenn man hier gut smoked, hier gute Smokes hat, dann kann man schön hier vor. Und das hat Maus auf jeden Fall auch gerade das Genick gebrochen. Der Spotspieler hatte da irgendwie keinen Fokus drauf. Scheinbar damit gerechnet, dass da jemand anderes deckt. Oder Fehlkommunikation, ich weiß es nicht. Oh! Nice! Schöne Exit-Tracks von Kerrigan. Kleiner Akzent da gesetzt, auch wenn es
außerhalb der Wertung war quasi. Aber ausreichend. Trotzdem, Kerrigan konnte mal auch endlich einen First Fix setzen. Oh, aber Eco bei. Schön. Nice von Kerrigan. Spielt eine gute AWP bisher. Auch wenn es am Anfang ziemlich holprig war. Ja, gut reingegangen von DC am Z. Er muss fallen. Sehr schön jetzt Überzahl. 4 gegen 2. Kirby am Spot. Boah, die HE in Z war Gold wert. Jetzt nur noch Asmo hinten. Wenn er angesagt wird, könnte Kerrigan den up-aimen. Aprox muss da auch mit Druck machen mit der Waffe. Schön. Sehr, sehr stark von Kerrigan. Gefällt mir zunehmend besser mit seiner Arbe. Kerrigan trubelt auf jeden Fall gerade die besten Leute hier auf dem Server. Nex ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Aprox spielt da von meiner Meinung nach nicht perfekt am B. Und Sonic ist gut, macht halt KG, trifft da eh auf kaum Gegner. Ist jetzt schwierig, seine Leistung einzuschätzen. Wenn sie halt auf Spot sind, ist es halt nicht unbedingt seine Schuld oder so. So, Kerrigan weiter Mitte auf dem. Auf dem Container. Also das fällt schon auf. Allein die Unterschiede. Ja, es ist wirklich Sonic Smoke. Allein die Unterschiede Sonics und RDL. Wenn ihr sich da mal eine Demo anguckt, RDL spielt das so gut. Hinten immer die Smoke liegen. Es zieht hier immer wieder rum, bankt hier immer wieder rein. Da hat wirklich ein T ganz, ganz schweres Spiel. Bei Sonics könnten die Ts zum Beispiel jetzt schon hier vorne sein. Hätten super viel Raum. Also anfällig wäre das. Man ist schon anfällig am KG. Hat da ein bisschen Glück, dass. Faculty das nicht ausnutzt. Ah, Pizza. Next auch am Spot gestorben. Ah, mit so einem ganz, ganz billigen Mitte-Go. Können sie die Runde entscheiden. Wobei, es könnte nochmal knapp werden. Schön. Oh, ist gerade die Überzahl. Nicht die Überzahl. 2 gegen 2. Man hat den HP-Vorteil. Boah, jetzt beide low. HE sitzt. Nicht sitzt. Sonics gegen einen. Er hat ihn gesehen. Macht ihn. Wo ist die Bombe? Das könnte reichen. Das reicht. Nicht! Was? Oh, wie knapp. Alter, das war wirklich eine Millisekunde oder so. Normalerweise, wenn dieses. Wenn es so schnell piept, dass man es eigentlich nicht mehr schafft. Wenn man dann trotzdem sehr knapp davor ist, dann reicht es manchmal trotzdem. Und ich dachte, das tritt gerade ein, der Fall. Ach, schade. Ganz netter Retake. 8 zu 4 aber. Tja, mein Tipp löst sich so langsam aber sicher in Luft auf. So, diesmal hält Sonic das auch ein bisschen besser dort. Hat aber leider keine Smoke. Boah, zieht am Schlitz und kriegt den First Deck. Sehr schön. Gute Map-Kenntnis. Und jetzt muss man die Runde mal ummünzen hier. Kerrigan schiebt, vermutet da so ein Innen-Go. Nix sehr aggressiv dort. Trubel müsste. Ja, okay. Es steht so, dass es noch geht. Boah, tja, eh. Super E gegen Mantis. Oh, doch. Große Rampe jetzt was. Kerrigan hat da einen gesehen. Also Innen ist safe. Groß geht so. Sie schieben aber auch Innen. Dizzy. Was macht Dizzy noch? Ja, er schiebt nach. Okay. Smoke für Kleine. Schöne Pose von Aprox. Den ersten machen, zweiten machen. Sehr schön. Und Kerrigan auch groß aufgepasst. Jetzt noch Dizzy. Sehr, sehr schöne Runde von Maus. Das ist mal eine gute Deckung gewesen. Und Sonics hat die Runde eröffnet. Also auch ein Pluspunkt heute gesammelt. So kann es doch weitergehen. Wenn das jetzt noch 8-7 wird, wäre das sogar noch ganz in Ordnung.
schnell Pappe raus. So, nix. Boah, die AE war gut. Das ist sogar eine Eco von Faculty. Trubel an der 6. Was sieht er denn da? Ach, wie ekelhaft der Schlitz ist. Okay, es ist wirklich noch die Wand davor. So, jetzt ist Smoke davor. Nex passt da gut auf am Spot. Trubel kann den ersten machen. Nex stirbt. Schön. Trubel veitelt auch den Bombplant. Ganz wichtig, dass Faculty hier nicht mit zu viel Geld in die letzte Runde geht. Dann sieht man's. 3-3, 3-4. Es ist so wichtig, wenn sie jetzt die Bombe hätten noch gelegt, wäre da vielleicht auch eine Aber am Start gewesen. Somit nur ein paar Gallils. Also es war super wichtig von Trubel, da den Planter zu töten. Gibt Maus hier wirklich die Chance, noch das 7-8 zu machen. Sonic Head ist jetzt wirklich... Ach komm, spiel das doch mal aggressiver. Du hast doch eine Smoke, Mann. Also es gefällt mir nicht, was er KG macht, ganz ehrlich. Es ist so schwer, als Täter was zu machen. Da brauchen wir den Ts noch nicht unnötig Raum da geben. Wie gesagt, wenn die Smoke hinten lege, so wie bei RTL vorhin. Mehr brauche ich da nicht sagen. Jetzt, zack, jetzt kommen sie wieder vor. Zwei Refrax sind noch gefallen. Und diesmal das erste Mal, dass Abhox von hinten kommt. Damit wird Faculty vielleicht nicht rechnen. Oh, Kerrigan, nein. Bombplatter leider nicht gekillt. Wenn er den macht, hätten sie gute Ausgangslage gemacht. Hätte er eine gute Ausgangslage für Abhox geschaffen. Der es vielleicht trotzdem noch machen kann. Er ist nämlich über KG gekommen. Ach Mann, drei Schuss noch. Einer macht ihn. Oh, der zieht durch, zieht er durch. Oh, Dizzy müsste da gut banken. Ja, keine Chance. Ach Mann, ey. Wenn Kerrigan wirklich, wenn er den hittet, kann es Abhox machen. Aber auch schön gemoved. Über die T-Mitte, über KG. Schöner Laufweg gewählt. 9-6, die Führung für Faculty, die jetzt hier als CT weiter spielen. Maus jetzt auf der schwierigeren Seite. Sollten sie die Pistol gewinnen, wird es 9-9 stehen. Oder, sagen wir mal, planmäßig müsste es dann 9-9 stehen. Was? So, zurück zum Spiel. Restarts kommen. Nichts verpasst. So, innovative Taktik. B-Rush. Hier doch kein Rush. Durchgesprungen. Smokes aber bei Maus. Also man ist gut durchgekommen. Hat jetzt die Chance, Smokes zu legen. Aber man contactet sich durch. Jetzt müssen die Smokes aber langsam kommen. Gute Hits gegeben von Kirby wahrscheinlich. Von Nex. So, die Smokes liegen wirklich ganz okay. Schade, dass Trubel da gesehen wurde. Hat er anscheinend nicht im Blick gehabt. Die Runde wird trotzdem enorm schwer für Maus.
gerade auch durch den P250. Aber sie haben gut Schaden gemacht. Gut Schaden gemacht. Und Mantis läuft da von am Steg lang. Nett, dass man da lang move kann. Schöner Laufweg von Aprox. Runde sieht gut aus. Aprox, schöner Headshot. Und Dex von oben. Der wird defused. Mate deckt ihn nicht. Töt ihn doch mal. Achso, oh, zum Glück wird er nicht defused. Und Aprox moved ihn aus. Hätte ihn sogar knifen können. Schön. Meine Fresse. 7-9. Knappe Pistole. So, wenn es jetzt wirklich nach Plan läuft, steht es gleich 9-9. So, Deagle ist bei Faculty. Kerrigan. Ist das ein Tower? Ach nee, er ist... Nice. Nette. Eigentlich ganz nett von Sonics. Ich meine, er geht dadurch kein weiteres Risiko ein. Wenn er halt verschießt, geht er direkt hoch, so wie er es auch gemacht hat. Also, gar nicht mal so schlecht. Kerrigan spart doch auf Aave. Nein, am Spot! Am Spot! Oh. Also, wenn hier auf einen Verlass ist, dann auf Trouble, ey. Mann, sie finden echt keine Mann. Keine Mann. Keine Frau. Keine Person. Keinen Spieler. Das war da nicht verkackt bei Sonics. Weil der einfach nicht drauf. Es ist halt auch. Es ist halt random, wie der CT rumkommt. Das ist auch schwierig vorzusehen. Also kein Vorwurf da. Wie gesagt, man muss nicht immer einen Frag machen. Es ist manchmal viel wichtiger, die Info zu bekommen und... Also, klar, ist ein Frag wäre natürlich wichtig, aber es ist manchmal gar nicht so schlimm, wenn man nicht einen Frag macht. Solange man mit 4 AP rauskommt, solange man die Info hat, solange man da einen guten Wegmoved, so wie er es einfach gemacht hat. Also, es war jetzt nicht schlecht. So, auch Simon, das war nicht schlecht. Die blockt innen. Sollten vielleicht jetzt groß gehen. Kerrigan aber mit Pumpe raus. So, man macht das gut. Man bleibt zusammen. Man wartet noch ein bisschen. Aimt da. Trubel hat Schnauze voll. Moved auf Spot. Muss links abpassen. Wird geholt. Zum Glück kommt Dizzy da nicht an der Waffe. Schön. Ja, die Runde war da schon bedeutend enger. Natürlich auch der One-Shot von Simon. So, 9-9. Jetzt bin ich gespannt. Asmo mit Aave, der hier wirklich seit, ach, keine Ahnung, seit einer Woche oder so wieder auf jeden Fall auf seinem alten Level ist. Spielt wirklich eine überragende ESEA-Saison, muss man sagen. Hat mir in jedem Spiel eigentlich immer gut gefallen. War auch gestern gegen Fnatic einer der besten. Schöner E gegen Asmo. Schön getimter E. Und Mantis, what? Unverständlicher Move von Mantis, da gerade wegzuschieben zu wollen. So, Smoke da nochmal selber nach. Oh, das könnte bitter enden. Schade, dass hier eh nicht sitzt. Next deckt noch Popper ab. Trubel schiebt jetzt nochmal zur Mitte. So, wichtig ist Kerrigan jetzt, der nochmal eine Smoke hat. Also sie spielen auch schon drauf, dass die eine weggeht. Jetzt kommt nochmal eine. Kirby sitzt aber da. Hai sitzt gegen Sonics. Also sie sind noch unschlüssig. Ich meine, sie haben noch 40. Es würde noch gehen, wenn man jetzt zurückschiebt. Und es sieht eigentlich auch so aus, weil Trouble noch in der Mitte ist. So, jetzt schiebt man auch weg. Und nur noch Dizzy am Spot sieht man im Z relativ gefangen. Mal sehen, ob er noch raus schiebt auf Spot. Müsste eigentlich machen, was er auch tut. Schön geschoben von ihm. Spot fällt. Ah, Connector. Jetzt fällt die Frex fürs Faculty, der doch gut geschoben haben, nochmal am Ende. Oh, beide Mausspieler auch low. Next noch richtig Gold. 8 Sekunden noch auf der Uhr. Und sie wollen die Waffen sparen. 5 Sekunden.
Boah, das wird nochmal eng im... Nee, sie kommen weg. Waffen durchgebracht. Bin mir gerade unschlüssig über die Entscheidung, die ich eigentlich ganz solide fand. Wenn man sich die Overview mal angeguckt hat, war eigentlich nur Dizzy und Simon da. Aber ich glaube, da haben dann die Smokes gefehlt, die man halt am Anfang am B verworfen hat. Also man hat, glaube ich, gar keine Smoke mehr. Und das wäre dann, glaube ich, wichtig. Vor allem, was richtig gut wäre, wenn man die Taktik... Also wenn Trouble noch eine Smoke hätte und die dann diese Z-Smoke geworfen hätte. Also hier irgendwie von der T-Base halt, so wie bei... Sorry, dass ich da nicht drauf war. Ja, also auf jeden Fall, dass er da nochmal Z-Smoke. Schnell innen raus. Ach, gute Posi von Mantis. Oh, ein Abbruch kriegt den Frag nicht. Oh, ein Kirk fließt auch direkt mit Arve. Kann ihn noch mit Glock machen. Überlebt mit 3 HP. Nächster Angst vor Poppe. Ah, wieder 3 Mann innen. Fact, die bleibt schon sehr lange am inneren Spot. Und solange diese da nichts ansagt. Lass mir jetzt im Schieben 40 Sekunden nach Runde eigentlich so gut wie verloren wieder. Man könnte halt noch versuchen, sie teuer zu machen. Aber man will ja wirklich gar nichts mehr machen anscheinend. Man will die Arbe durchsafen. Wie sieht es geldtechnisch aus? 2, 3 Runden. Ja, das müsste eigentlich reichen. Also sie werden nächste Runde auf jeden Fall kaufen, sollten sie beide Waffen durchkriegen. Die müsste den Braten jetzt auch langsam gerochen haben, machen aber keine Anstalten zu handen. Von daher müsste alles gut gehen für Maus. Kerrigan liegt Mitte an. Oh, CD-Top schon einer. Oh, jetzt wird er gepusht rechts. Oh, das ist bitter. Maus hat echt gesaved. Also nicht gekauft. Next sollte die Waffe abgeben nach dem Reload. Macht er nicht? Warum? Unverständlich. Hat Trouble KG den Frag gemacht gegen Asmo? Ah, schönes Duell. Trouble gegen Asmo. Alle, die sich erinnern, gab es mal einen netten Beef auf Knochenstream, glaube ich. Erstmal mit Glock. Sehr schön. So, Innendeckung von Mantis. Kirby bräuchte dann ein gutes Stück. Ah, schiebt aber jetzt. Ah, ist schon im Z. Ah, nur mit Glocks. Schwierige Situation. Wenn Kerrigan überlebt. Nice, gegenseitige Bombe. Oh, schöner Frag. Ah, Kerrigan. Schön für Nex. Die Überzahl. Und Dizzy geht safen. Da holen sie die Eco. Die. Gesparte Eco quasi. Also die, wir haben AK und Arve und sparen trotzdem Eco. Krass. Wobei mir auch ehrlich gesagt die Deckung von Mantis am Inneren nicht gefällt. Also erzielt er halt nicht mal Füße. Er hat wenig Informationen. Er spielt ja allein. Und hat trotzdem null Infos. Eigentlich schlecht, wenn man es mal so nimmt. Schade, dass Faculty nicht... sparen muss.
So, jetzt spielt das schon wieder ohne Infos. Vor allen Dingen niemand der Große. Na, jetzt hat er Kirby, glaube ich, geholt. Ich meine, am Anfang ist es okay. Gegen den schnellen Rush würde das vielleicht passen, aber jetzt sind sie halt zu zweit am Innen. So. Dizzy auch on top. Keiner auf Spot so richtig. Asmo KG sieht man auch mit innen. Wenn jetzt der Außen-Go wirklich kommt hier auf allen Seiten, sehe das vielleicht gar nicht so schlecht aus. Und hier ist es nicht. So, jetzt geht's Mitte raus. KG jetzt auch den Go. Ah, da fehlt eine Smoke am Z. Da fehlt eine Smoke am Z. Trotzdem kann keiner gegen den Frag setzen. Abrox will legen. Boah, ist gut am Spot durchgekommen. MTW, schön von Nex. Sonix hat nach hinten. Uff, Probleme, aber Problem beseitigt. Z geht's. Oh, da hat Kerrigan einen gesehen. Kann somit die Ansage bringen, dass sie safen. Und das ist der Ausgleich. 11-11. Sie gehen sogar jagen. Die müsste eigentlich nach der Runde sparen. So, eine Pose bekannt. Nex wäre da noch zur Stelle. Versucht das noch. Ah, nee. Schade. Und wir haben es vorhin gesehen, wie gefährlich zwei Waffen sein können. Auch in der Eco. Der Rest hat keine Chance zu kaufen. Was natürlich interessant wäre, wenn man sich mal so entscheiden würde, dann in so einer Situation einfach so Mac 7 zu kaufen, so Shotgun, irgend sowas und da irgendwie eine Taktik aufzieht. Zum Beispiel mit einem Innenpush, mit einem KG-Go oder so. Aber Asmo mit dem First Strike. Wie angesprochen, gefährliche Waffen. Aber gute Entscheidung, von Maus innen zu gehen. Kirby hat aber eine Waffe dort. Und Mantis riecht den Braten. Schiebt. Hat eine Awe gepickt. Oh, verschießt aber. Vielleicht die Chance für Maus. Nein. Jetzt trifft Mantis beide Schüsse. Ah, und Nex wird schon von hinten ein bisschen abgefuckt von Disruptor. Also da kommuniziert, muss man sagen, kommuniziert Fackel die richtig gut. Dizzy hat da die Ansage bekommen oder hat nachgefragt, wie weit er ist. Dann wurde halt gesagt, dass er nicht dort ist. Dizzy demzufolge direkt wieder runtergeschoben, um da wirklich kein Risiko einzugehen. Spielt das wirklich immer unglaublich safe, gefällt mir sehr. Und Nex muss da jetzt alles absuchen. Er hat nicht die Bombe, die liegt da, kleine Rampe. Übrigens nett, dass die jetzt mal wieder angezeigt wird. Scheint auch ziemlich random zu sein. Ach, trotzdem, die Runde geht hier an Faculty. Ja, mit Glück kriegt Nex vielleicht noch Asmo. Vielleicht sogar Simon. Also kann auf jeden Fall eine legen. Für Trouble oder Aprox. Ne, Kerrigan kann auch legen. Also Maus jetzt auf jeden Fall wieder full equipped. Von daher passt das. Safe war gut. Und bitte Kangang-Split. Hier ist MTW durch. Nex mit dem First Track. Simon Refrig. Oh. Kerrigan hinterher. MTW gerade das Duell. Asmo kann aber den Frag setzen durch Smoke. Oh, Sonix wird da gut zurückgedrängt. Hat er keine Chance in der Smoke. Aprox hat den Spieler gesehen oder wurde angesagt? Schön. 3 gegen 3. MTW noch bekannt. Hat man gesehen. Aprox direkt hingeaimt. CT-Top auch bekannt. So, zwei Spieler bekannt. Sonix hat links Asmo.
So, innen auf jeden Fall eine gute Entscheidung von Aprox. Sonix hört den Steps. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, hat er den nicht gesehen? Aprox, vielleicht vorschleichen? Vielleicht vorschleichen? Problem ist halt beide AW. Beide AWP. Okay. Vielleicht doch nicht so gut. Oh, das wird schwer jetzt. Das wird schwer. Der macht's. Mann, so schön die Runde gedreht. So schön. So schön. Aber die AWE einfach auf Traden. Natürlich übermächtig. Wobei man auch sagen muss, Mantis spielt wirklich eine gute AWE heute. Als Terror schon viele Frags gemacht. Als CT jetzt auch immer wieder Frags. Asmo steht auch am KG ziemlich safe. Ah, die Runde war auf jeden Fall gut gedreht, aber dann leider nicht so eine Runde umgemünzt. So eine gewonnenen Runde. Oh. So viel zu KG safe. Schiebt wieder zueinander zu. Gehen jetzt zur zweiten Mitte. Aprox wird da ein bisschen Pop bekommen. Oh, schöne Pose von Dizzy da. Mit Füße aim. Ah, keine Chance für Maus. Am Spot. Ah, hat übrigens noch einen gekriegt. Schöne Diggle-Runde bisher von ihm. Boah! Schön! Schöner Move. Bombe leider irgendwo, wo sie scheinbar nicht picken kann. Oh, M4 bekommen. Ach, schade. Aber schöne Runde von ihm. Schade, dass ich beim ersten nicht drauf war. Hat der KG hinten den Head gegeben. Das hier wahrscheinlich. So, 14-11. Jetzt bin ich gespannt. Also, sie haben ja... Die Runden laufen ja gar nicht so schlecht für Maus, teilweise. Nex. So auch noch nie gesehen. Wird aber gut abgeflecht. Sehr, 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 sehr blind im MTW. So, jetzt geht's raus. Schöner Verzug von... Was ist das für ein Freak? Für ein Team-Hit. War schön. Spot schön eröffnet. Schön geklärt. Pop-Doc ist auch safe. Trubel mit der Bombe kann say... doch. Sehr gute Smoke. Trubel kommt auch weg. Nice. Schöne Runde. Sehr, sehr schöne Runde. Guter Move von Next. Schönes Gas, schöne Flashes. Schöne Granaten allgemein. Auch KG richtig schnell durch. Hat alles super geklappt. Der Team-Headshot hätte natürlich nicht sein müssen. Aber ansonsten, gute Runde. Gut Runde gespielt. 12 zu 14. Faculty. Nein, werden Geld haben. Asmo und Mantis können auf jeden Fall eine legen. Mantis sogar zwei Stück. Also das reicht locker flockig. Komplett offen. What the fuck? An Maus. Wollen noch innen. Na, okay, Mantis steht jetzt ganz defensiv hinten. Also von. Wie sich das Spiel auch ein bisschen gedreht hat. Mantis von vorne stehend ohne Infos holen. Jetzt hinten stehend ohne Infos haben. Also Schwachstelle bei Faculty finde ich schon der B. Jetzt
gutes Gas. Ah, das kann aber gefährlich werden. Wenn die Awe hittet. Ah. So, jetzt ist natürlich Chaos drin. Jetzt kommt es auf Frex an, die hier gerade leider nicht fallen für Maus. Ich glaube, die macht da auch zu wenig. Und Apox gegen 3. Gegen 4, gegen 3 jetzt. Ach, schade. Ja, der Move hat in 1-6, glaube ich, besser geklappt immer. Da kleine Rampe vorsmoken. Und durchgehen. Allein, weil man da mehr Deckung hatte. Ich meine, wenn man hier ungefähr ist, dann wird man ja trotzdem von da überall gesehen. Man kann von großer Rampe schön abgedeckt werden. Bei 1-6 hatte da die Züge, die relativ nah beieinander standen, hatte da viel mehr Deckung. Somit macht der Move auch viel mehr Sinn. Was ich hier auf dem Spot besser fände, wenn man gute Smokes hat, die hier einerseits natürlich kleine Rampe kommt, dann einerseits eine links neben Spot und eine rechts neben Spot und eine große Rampe. Das wäre so perfekt, dass man hier so eine Smoke-Wand hätte. Die natürlich auch nicht ewig anhält, aber damit wird immer auf Spot kommen, wenn man dann auch immer weiter gegen Fläche mit abgesprochener Fläche ist, die CTs vielleicht auch nicht fliegen sehen. Kirby steht sogar Anti-Fläche, auch gar nicht schlecht. Egal. Draw für Faculty, 15-12. Maus versucht aber wieder innen. Wieder Mantis hinten. Aber vielleicht ein Fake diesmal. Bombe sehe ich gerade nicht. Muss irgendwo gedroppt sein. Faculty fällt aber auch auf jeden Scheiß rein. Wahnsinn. So, Schnapper bleibt da oben. Maus schiebt KG. Kerrigan wird über Mitte kommen. Aprox, wichtige Komponente jetzt. Darf nicht gegen Mantis sterben. Hat keine Smoke mehr. Wird wahrscheinlich gleich flashen und dann halt spät über KG, über Poppe kommen. Mantenflash von Nex. Kerrigan erwartet dann noch einen Mitte-Push. Schöne Smoke. Aber somit bekannt. Man kann jetzt rechts durch. Auf Spot, blind. Ah, der sieht den Kopf nicht. Er sieht den Kopf nicht. Nex kann ihm aber, glaube ich, machen. So, jetzt muss Aprox Gas und Kerrigan Gas. Schön. 2 gegen 3 ist noch drin. 16. Nein, man hat nur 16 Sekunden. Die Bombe ist down. Kerrigan, Aprox stirbt. Nur noch Kerrigan wird auch abgeflasht. Mit Awe 10 Sekunden, 9 Sekunden. Das wird leider wohl oder übel nicht reichen. 6 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1. Da kommen die GGs. Gratulation an Faculty, die hier 2 Siege ineinander einfangen konnten in der ESL Invite Season Nummer 13 Europe. Schade, 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 aber es war ein nettes Spielchen, nettes deutsches Derby. Maus hat sich doch schon relativ gut verkauft. Haben gute Runden gespielt, leider mal wieder nicht gut genug, aber wie gesagt, die Formkurve steigt für mich gefühlt auf jeden Fall nach oben. Wie gesagt, ich lege euch das Interview ans Herz, da wird ein bisschen was geklärt, wie sich Maus, warum das vielleicht gerade nicht läuft, weil einfach Prüfungen bei Kerrigan sind. Demnächst wird man Keller, man wird hoffentlich auch ein Bootcamp einlegen und so weiter und so fort. Lest euch durch auf 99 Damage. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute das Spiel. Auch Curse gegen AL. Ich werde